Kinderkind. Die es einfach schon immer gab. Silvester ist mir heilig, weil ich Sterne in den Himmel trag und so. Plus, jetzt gibt's einfach mal eine kleine Premium-Gefunkt hier an Silvester. Wir haben hier eine Knallkette, und zwar die Big Bang von Rubro. Die lassen wir uns jetzt mal schmecken hier. Ist ja gar nicht schon abgebrannt, die Visco. Dann haben wir hier zwei Double Thunder von Weco. Einmal der gelbe, einmal der weiße. Richtig geil. Dann haben wir ein paar Big Balls von Ichu. Aber wie gesagt, boah, Alter, wie geil. So, jetzt haben wir Cracking Sound von Jorge. Machen wir mal drei Stück direkt. Ein Double Thunder ist ja gar nicht. Danke, dass du den genau neben mir machst. Danke. Gerne. Gar nicht gut, geil. Du wirst eh safe umkippen. Nein, du wirst es noch befestigen. Das reichen hier? Ja, ich hoffe, das reicht. Wenn nicht, dann müssen wir wegrennen. Ja, hier müsste lieber eher noch eins hin. So, Lego. Lego. Leopard. Keine Ahnung. Es ist. Oh ja, geil. Gar nicht mal so schlecht. Nein. Eigentlich gar nicht so schlecht, ja. Und das andere heißt? Das andere heißt Jaguar. Ja. Wir werden das jetzt genau ins selbe Loch stecken. Genau. Steck's mal schön ins Loch. Ja, ich liebe es, was in Löcher zu stecken. Sehr schön. Johannes Führer packt jetzt mal die Skyrockets aus. Danke. Skyrockets von Jorge, ein absoluter Klassiker eigentlich schon, oder? So, können wir jetzt alle hier in die Batterien stecken. Zweimal grün, zweimal rot, zweimal blau. Wollen wir versuchen Massenstündung? Massenstündung. Massenstündung. Wir machen eine Massenstündung. Wir machen eine Massenstündung. Nein, von den Jorgen. Guck mal hier, Daniel kannst du auch noch mitfeuern. Da macht jeder zwei. So, mein Brenner geht. Ja, jetzt sind die noch angehängt. Alter, wie lange stehen denn die Blinker? Ich fick dich. Der Brenner geht immer noch nicht. So, jetzt geht mein Brenner wieder. So, jetzt können wir die Poseidon-Rocket machen. Poseidon. Ob die überhaupt besser sind? Nein. Mit der Verpackung. Da ist noch eine. Oh. Good quality. Mach doch noch schneller, ohne zu fragen. Die sind irgendwie genauso. Wie alle Jorge-Raketen. Außer die Perfect, die sind gut. Die sind auch nicht schlecht.
Danke. So, jetzt mach mal die Stroke Fountains, alle drei auf einmal. Alle drei auf einmal. Die sind ja gar nicht ranzig hier. No. Dankeschön. Kannst du ja schon werfen, oder? Hier kannst du auch einen anzünden. Brauchen wir die? Ja. Hier bei den Knüpfen, oder? Keine Ahnung, wo die Zündschnur ist. Also den einmal müssen wir da nach links. Gar nicht hell. Nein. Und da packen wir das die Wiese. Genau gleich. Ja? Und da pinkelt übrigens Johannes. Auch die Laternen gehen erstmal an. So, währenddessen zünden wir schon mal die Orient von Jorge. Das dauert mir nicht so lange. Nein. Alter! Danke! Dann haben wir als nächstes... Wunderwitzen von Deko, wenn ich denn diese Verpackung mal abfüllen würde. Könnte ganz schnell, wie sowas von eingepackt. Die ist irgendwie schlechter geworden, ne? Hast du Gold? Hä? Hast du Gold? Ja. Und zum Abschluss der schönen Mischung gibt es jetzt noch eine Exclusive Collection von Jorge. Ist ja auch besser in Erinnerung. Und da ist noch eine Rakete. Und noch eine. Alter. So, das war's mit der Silvestermischung. Ich hoffe, euch hat sie gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum letzten Tropfen steckt der Funke im Blut. High Speed, Fire Rush, Sterne kriegen bunten Besuch. Und am Silvestermorgen starte ich klassisch Headbanger-Knall. Dieser Blitz, dieser Schlag, der erzündet an der Hall. Das ist mein Tag. Ich